ganzes Messequipment. So sieht's auf einer Messe aus, wenn noch keine Besucher da sind. Yeah, wir haben schon wieder was vergessen. Kann auf der Messe einmal alles nach Plan laufen. Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben noch richtig früh, denn für uns geht es heute nach Deutschland. Genauer gesagt auf die Pferd Bodensee. Wir fahren dort mit eigenem Stand hin und weil das Ganze immer eine ziemlich aufregende Reise ist, dachte ich mir, ich nehme euch einmal mit hinter die Kulissen einer Pferdemesse. Denn bis dort einmal alle Messestände stehen, dass wir Besucher dort einkaufen können, da vergeht immer ganz schön viel Action. Ich bekomme hier schon gute Morgenküsse vom Louis. Den werde ich auf alle Fälle wieder richtig doll vermissen. Der bleibt natürlich zu Hause bei meinem Freund. Ich habe hier schon mal soweit alles gepackt. Koffer, dann ein Rucksack, wo auch Laptop und so Kram drin ist. Dann natürlich der Kamerarucksack, den dürfen wir auch nicht vergessen. Und was natürlich auch noch ganz wichtig ist, ist unsere Essenskiste. Da hat uns mein Freund gestern noch Sandwiches gemacht. Und dann haben wir auch so ein paar Essenssachen dabei. Da müssen wir auf alle Fälle vor Ort auch noch mal einkaufen. So, und wir sind jetzt noch ein halbes Stündchen unterwegs, wie man den Louis einfach kaum sieht. Hauptsache die gelbe Leine. Und ich mache mir jetzt gleich noch einen Blasentee, denn dreimal durch die Raten, wer natürlich passend zur Messe eine Blasenentzündung bekommen hat. Und falls ihr mein letztes YouTube-Video gesehen habt, dann wisst ihr, glaube ich, wie meine aktuelle Gefühlslage einfach ist. Es wäre eine Lüge, wenn ich sage, dass es mir aktuell gut geht, und deshalb freue ich mich einfach unheimlich auf die Messe, um mal wieder ein paar Tage Abstand von dem Ganzen zu bekommen, einfach wieder positive Erlebnisse zu sammeln und einfach diese ganze Situation mit den Pferden nicht jeden Tag vor Augen geführt zu bekommen. Es ist einfach mal, ja, ein paar Tage Ablenkung sozusagen. Wir sind jetzt unterwegs. Perfekt zur Messe sind auch unsere Hoodies nochmal angekommen, die Nachlieferung. Und die habe ich vor ein paar Tagen schon abgeholt. Und da steht der rote Blitzer auch schon. Ich sag's euch, für mich einfach der schönste Hänger, den es gibt, von Careliner. Der ist auch richtig schick noch geputzt. Das heißt, wir haben auf alle Fälle 17 Kartons Hoodies gut Platz. Hänger hängt und ab zu den Hoodies. Alle 17 Hoodies stehen im Hänger. Ich sag's euch, das war jetzt ein Kraftakt, weil ich die alle erst runterbringen musste. Aber wir haben wieder Nachschub von unseren geliebten Pilzerli-Hoodies. Die bringe ich jetzt dann gleich einmal ins Büro. Normalerweise würden wir ja mit dem Hänger, mit dem roten Flitzer auf die Messe fahren. Wir fahren alleine auf die Messe 5 Stunden mit dem Auto. Das heißt, mit dem Hänger wäre es einfach eine viel, viel, viel zu weite Strecke gewesen. Deshalb haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir einen Sprinter mieten. Und den holen wir jetzt gleich mal ab. Ich hoffe einfach, dass damit alles gut geht, dass wir da unser ganzes Messzeug reinbekommen. Aber wird schon irgendwie klappen. Und wir müssen heute auf alle Fälle jetzt eben Sprinter abholen, dann den Sprinter einräumen. Und dann fahren wir 5 Stunden nach Friedrichshafen und dann müssen wir noch unseren ganzen Messestand aufbauen. Also wir haben heute echt gut was vor und ich hoffe einfach, dass sich alles ausgeht. Und tadatatam, wir haben unseren sexy Sprinter abgeholt, haben hier hinten eine riesengroße Ladefläche. Wir haben hier vorne natürlich einen Dreisitzer und ich freue mich so sehr drauf, wenn wir damit dann unterwegs sind. Aber als allererstes muss natürlich hier hinten einmal das ganze Messezeug rein. Sadele, das erste Zeug ist mal hier reingeräumt. Das ist unser ganzes Messequipment. Wir düsen jetzt weiter ins Büro, weil da kommen jetzt noch alle Produkte rein, sprich Hoodies, T-Shirts, knotenhafter Bodenarbeitsseile und. Übrigens, wir haben so das Glück, dieser Sprinter ist einfach nagelneu. Der hat exakt 200 Kilometer drauf. Ja, und jetzt düsen wir damit auf die Pferd Bodensee. Wir sind unterwegs. Das Auto ist vollgepackt, wobei Auto, eigentlich fahren wir hier einen kleinen LKW. Und schaut mal, Ankunftszeit 15.13 Uhr und es ist 15.07 Uhr. Wir sehen auch schon die ersten Messeschilder zur Pferd Bodensee und sind einfach in 5 Minuten da. Wir sind angekommen am Messegelände und dann schauen wir rein in die riesigen Messehallen, wo wir unseren Stand aufbauen können. Wir haben unseren Standplatz gefunden. Es sieht alles immer so unspektakulär aus. Ich weiß gar nicht, warum wir eigentlich ein Pult haben. Das brauchen wir nämlich auf alle Fälle nicht. Da müssen wir uns noch
in Kontakt setzen, dass das Pult noch abgeholt wird. Und dann haben wir hier hinten ein Lager. Das ist natürlich sehr praktisch. Da können wir hier noch die Produkte lagern. Um uns herum bauen auch schon alle auf. So sieht es auf einer Messe aus, wenn noch keine Besucher da sind. Ein paar Stände sehen auf alle Fälle schon richtig schick aus. Und dann kommt unserer. Ich glaube, man sieht es mir langsam an. Der Tag ist auf alle Fälle lange, aber wir schaffen gerade richtig was. Es geht gut voran. Die ersten Plakate hängen, Bootarbeitsseile, die Knotis hängen schon auf den Ständern. Wir müssen uns langsam jetzt auch ein bisschen ranhalten. Wir können nämlich mit dem Auto nur bis 18 Uhr hier in der Messehalle stehen. Wir müssen aber schauen, wie wir rauskommen. Weil hier vorne parken welche, hier hinten steht auch ein Anhänger. Das ist als Aussteller immer alles richtig, richtig chaotisch. Es geht drunter und drüber. Aber morgen zum Messebeginn ist alles sneaky und alles tippitoppi. Die Mädels machen jetzt schon den Stand zu und ich hole uns jetzt noch unsere Ausstellerausweise. Die haben wir nämlich irgendwie so ein bisschen vergessen. Yes, ich habe unsere Ausstellerausweise bekommen und jetzt laufe ich noch ganz weit nach vorne. Ich habe nämlich gerade vorhin einen Anruf von der Julia bekommen. Die ist ja auch mit ihren Ponys hier. Und jetzt schaue ich gleich mal zu ihr an den Stand. Einmal Hallo sagen und da schauen wir uns morgen unbedingt auch eine Show an. Und ta-ta-ta-tam! Liberty Horses! Aber ein richtig, richtig süßer Stand. Sehr vielen cool. Dank, liebe Sehr cool. Und mich freut so, dass sie endlich mal zu Besuch gekommen ist. Ja, wir sind viel mehr Stunden später. Nein, ihr seid ja auch schon so lange da. Ja, wir sind auch schon lange da. Aber jetzt sind sie endlich da, die Girls. Ich freue mich sehr. Wir sind hier noch fleißig am Aufbauen. Wir sind noch nicht so weit wie die liebe Sandra. Und wir haben jetzt gerade einmal unser Apartment bezogen. Richtig, richtig schön. Hier ein großes Wohnzimmer, aber wir nutzen ja tatsächlich leider nur sehr wenig von dem Ganzen, weil wir kommen genau hier einmal rein zum Schlafen. Und natürlich Badezimmer auch wichtig. Die Küche ist auch sehr, sehr cool. Da haben wir noch ein Klo und dann noch ein zweites Schlafzimmer. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gestern dann ziemlich zeitig ins Bett, haben uns jetzt schon einmal frisch gemacht und werden gerade von der Conny geinfluenced mit einer Föhnbürste. Das einfach gefühlt das genialste Ding. Ich werde das jetzt nachher auch gleich einmal mit meinen Haaren ausprobieren. Und dann freuen wir uns halt einfach nur unglaublich auf den allerersten Messetag. Wir haben jetzt echt tatsächlich einfach schnell die Locken gemacht. Das ist Wahnsinn, wie gut das funktioniert. Und wir sind jetzt alle ready, stehen schon bereit und düsen jetzt einmal gleich los. Aber wir müssen vorher noch in die Apotheke. Meine Blasentzündung hat sich leider ein bisschen verschlechtert und ich brauche jetzt irgendwas, was ein bisschen mehr reinkickt. Oh Mann, ich sag's euch, wenn es läuft, dann läuft's. Wir waren gerade in der Apotheke, aber die Apothekerin meinte, ich soll bitte zum Arzt gehen. Ich habe jetzt die Mädels einmal schnell bei der Messe abgesetzt, weil wir haben mittlerweile 8.56 Uhr und um 9 Uhr geht ja die Messe los und wir müssen ja den Messestand auch noch die Planen runtergeben und alles einrichten, damit wirklich um 9 Uhr Besucher kommen können. Ich habe in der Zwischenzeit einen Arzt angerufen und hol mir da jetzt wahrscheinlich Antibiotikum. So, ich war jetzt beim Arzt, war jetzt auch gerade in der Apotheke und habe mir mein Antibiotikum abgeholt. Die Ärzte meinte auch, ja, da ist ordentlich was an einer Entzündung da, ob ich eh sonst keine Schmerzen habe. Aber tatsächlich, sonst geht es mir eigentlich echt gut. Es brennt nur alles, ja. Ich düse jetzt endlich auf die Messe. Ich freue mich so unglaublich auf diese Messe und gefühlt findet es hier einfach da hauptsächlich ohne mich statt. Und wisst ihr, was das Coolste an dieser Messe ist? Direkt nebenan ist einfach ein Zeppelin-Museum. Hier steht einfach ein Zeppelin. Und die fliegen dann einfach auch so gefühlt 5 Meter über dem Kopf herum. Das ist echt richtig spannend. Ich nutze jetzt einmal noch den verhältnismäßig ruhigen Freitagvormittag, um selber natürlich auch ein bisschen durch die Messe zu stöbern. Ich habe auf meiner Shoppingliste ein braunes Lederhalfter, das wir der Niki mitnehmen müssen. Und ich möchte für mich noch Gamaschen besorgen. Und zwar aus dieser Eskadron-Kollektion von diesem Cognac-Ton. Da hatte ich die Gamaschen nur für den Tino bestellt. Und ich liebe dieses Set aber und möchte die unbedingt auch in Größe L für den Pilgrim. Mal schauen, ob ich die irgendwo auf der Messe finde. Und zwar diese Kollektion hier habe ich gemeint. Da schauen wir jetzt gleich mal, ob es hier irgendwo auch die Gamaschen gibt.
Cause when I want it, then I want it, yeah, I want it, oh, I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life, hit me with it, right now I'm in it. Cause when I want it, then I want it, yeah, I want it, oh, I want it, let's go. Ich bin jetzt mal bei den ersten Lederhalftern fündig geworden. Das fühlt sich auf alle Fälle von der Qualität richtig, richtig gut an. Schauen wir mal beim Preis, 49,90. Merke ich mir auf alle Fälle mal vor und dann schauen wir, welche Lederhalfter es noch gibt. Und die Niki soll dann entscheiden. Ich schicke ihr zwischenzeitlich immer Fotos. Mein Shoppingversuch bleibt noch ohne Erfolg. Es ist nämlich gar nicht so einfach, die Gamaschen zu finden. Ich finde zwar aus der Kollektion total auf die Schabracke, auch die Halfter, aber die Gamaschen habe ich einfach noch kein einziges Mal gesehen. Ich habe mich jetzt hier gerade in die Westernhalle verirrt und es ist unglaublich cool zu sehen. Es ist gleich ein ganz anderer Flair irgendwie von der Stimmung, aber ich bin gerade echt einfach nur geflasht, wie vielseitig diese Messe ist und werde irgendwie gar nicht fertig mit dem Schauen. Ich habe mich jetzt einmal bei uns ins Lager nach hinten verschanzt und bin jetzt hier sozusagen im Backoffice, habe meinen Laptop aufgestellt, denn ich werde jetzt ein bisschen Hintergrundarbeit für den Shop erledigen. Unter anderem stellen wir euch einen Rabatt ein, damit ihr nicht nur hier bei uns am Messestand sparen könnt, sondern jetzt auch in der Zeit, wo wir hier auf der Messe sind, quasi für all jene, die es nicht hierher schaffen, dass ihr trotzdem auch von zu Hause sparen könnt. Und danach kümmere ich mich auch gleich um die Erstellung von ein paar Tierporträts. Sieht hier wirklich alles sehr professionell aus. Mein Arbeitstisch sind übrigens ein paar Kartons mit Futterproben. Und ich habe mir von zu Hause auch noch ein paar Seilreste mitgenommen und produziere dann währenddessen einfach noch ein paar Hundespielis. Sadele, Kathi und ich machen uns jetzt auf den Weg zur... Was? Gehen wir Dormi, oder? Ich glaube, ich stopfe es nicht so. Zur Crater Lodge. Dann freue ich mich jetzt auf ganz viele von euch. Ich habe noch meine XXL-Trinkflasche mit. Die muss ich vorher noch einmal auffüllen, damit ich auch fleißig genug trinke. Up when we're low, just chase the waves, we'll make it up as we go. If you're heavy, I'll show you where to go. Ich bin fertig mit dem Meet and Greet und habe jetzt noch ein paar nette Menschen getroffen, die man vielleicht kennt. Und Josef, den Patrick und Niki im Background. Und wir sind jetzt hier gerade bei uns am Stand und stöbern jetzt noch ein bisschen durch die Messe. Habt ihr was auf eurer Shoppingliste? Ein bisschen haben wir was gekauft schon. Ein bisschen? So ein Bild. Spuren. Oh, ich genau. Suche die Gamaschen von der Eskadron-Kollektion mit diesem Cognac. Ach so, ja, ja. Und es gibt die einfach nicht. Also ich glaube, Eskadron wird eigentlich kein Problem sein, weil da gibt es auch voll viel. Oder ist das schon wieder eine Kollektion vorher gewesen? Nein, ist glaube ich eine Kollektion aus diesem Jahr, wird hier wohl keine Gamaschen mehr. Das ist mein Problem. Niki, du? Shopping? Ein paar Magic Tag Stirnriemen. Es ist Messeschluss und das heißt für uns auch einmal Kassenzählung, Tagesabschluss erstellen. Und die Mädels sind jetzt auch gerade schon dabei, den Stand hier wieder zuzumachen. Das heißt, wir kommen wieder einmal die Planen rundherum, damit der Stand einfach so ein bisschen zugesperrt ist, auch wenn er eigentlich nicht gesperrt ist. Und ich habe bei Meet and Greet einfach von einer von euch ein Halfter geschenkt bekommen, ein Eskadron-Halfter. Ja, da brauche ich jetzt aber noch einen passenden Strick dazu. Wenn ich schon meine Gamaschen nicht bekomme, dann kaufe ich morgen einen passenden Strick dazu. Guten Tag! Hä? Du Wilde! Und so sieht der Stand jetzt aus, wenn wir einbruchsicher abgeschlossen haben. Aber es gibt Stände, die sperren sogar noch schlechter ab wie wir. Es ist einfach nur, dass es halt trotzdem alles zu ist und Besucher wissen, dass man hier nichts einkaufen kann. Wir haben jetzt hier noch unsere Kassenkiste bereit. Da ist quasi Tageskasse drin, unsere Zahlungsgeräte, die einmal mitgenommen werden müssen, weil die wieder Akku brauchen und noch die Jausenboxen. Der Sandwiches, Lambo, yeah, yeah, Party. Had this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so. You are only a shot away from me to be my enemy.
Tag Nummer 2 und für uns ist es ja schon Tag Nummer 3. Wir hatten uns gestern noch die Abendshow angesehen, die war richtig schön. Sehr viele internationale Show-Acts und haben jetzt schon gefrühstückt. Ich habe mir gestern übrigens von Cevallo bzw. von Canelo noch einen Pfotenbalsam für den Louis geholt, weil wenn im Winter so viel Salz gestreut wird, sind ja die Pfoten dann immer ein bisschen gereizt. Ja, wir richten uns jetzt einmal zusammen und dann geht's auch schon wieder ab auf die Messe. Yeah, wir haben schon wieder was vergessen. Wir sind gerade am Messegelände angekommen. Es ist 9 Uhr, die Durchsage sagt. Und wie ihr seht, die Gänge, die sind noch richtig, richtig leer. Aber die werden sich jetzt in wenigen Minuten füllen. Heute ist Samstag, der stärkste Messetag. Und wir haben ein sehr wichtiges Ding vergessen. Und zwar unser iPad. Und das iPad brauchen wir, um die Kasse zu bedienen. Da tippen wir dann quasi die Produkte ein, damit wir euch die Rechnung ausstellen können, damit ihr mit Karte bezahlen könnt. Kann auf der Messe einmal alles nach Plan laufen. Ich habe das iPad und jetzt geht's wieder ab auf die Messe. Oh Mann, ihr bekommt so richtig schön mit, wie wunderschön chaotisch Messen bei uns einfach ablaufen. Und bitte schaut euch jetzt die Gänge an. Im Vergleich noch zu vor, ich glaube, 20 Minuten. Und schaut mal, welche süße Ponynase es hier gibt. Wir sind jetzt einmal zu Julias Ponys und die hat ja hier auch eine Show. Wann hast du die Show? Ich habe die gestern nicht gesehen. Um 16.10 Uhr. Sandra, ich hoffe, du kommst. Ja, ich glaube, das geht sich aus. Ich würde mich freuen. Ich glaube, gestern war es Meet and Greet von mir zeitgleich. Aber heute schaue ich dir zu. Heute müsst ihr schauen, der kleine Duke performt. Dann haben wir hier hinten noch ein Paquito. Ja. Wo sind die Girls? Girls zeige ich dir jetzt, die sind gegenüber. Und hier haben wir die Mädels. Hallo Vanilla. Vanille. Sagst du Vanilla oder Vanilla? Vanilla eigentlich. Vanilla. Oder Vanilli. Vanilli Milli. Ich befinde mich mal wieder bei uns im Backoffice. Jetzt gibt es erstmal Mittagessen. By the way, unser Office sieht irgendwie auch schon richtig wild aus. Kommt einfach immer viel zu schnell Chaos in das Ganze hier. So I just close my eyes and dream about our kids and mit Meet and Greet Nummer 2. Kathi hat hier auch ein paar Geschenke mit. Das ist echt immer so süß, vor allem total viele selbstgemachte Sachen. Das Meet and Greet ging echt jetzt sehr, sehr lange. Mir tun am Schluss immer noch schon meine Mundwinkel total weh. Aber es war auf alle Fälle wieder richtig schön. Julias Show startet in 5 Minuten und ich eile jetzt ganz, ganz, ganz schnell zur Halle. Ich habe auch durch die Freiarbeit eine viel bessere Freundschaft mit meinen Pferden entwickelt. Das ist wirklich schön. Ich habe mit denen jetzt natürlich schon sehr viel gearbeitet und die reagieren auch sehr fein auf meine Körpersprache. Jetzt habe ich einmal die Führposition gewechselt. So, Valerie. Ach, ja, ja, ja. Prima! Ihr dürft rückklatschen. Julia hat eine richtig coole Show gemacht. Dankeschön, liebe Sandra. Freut mich, wenn es dir gefallen hat. Samila, komm rein mit dir. Die Kleinen haben auf jeden Fall ihr Bestes gegeben und performt, würde ich sagen. Ja, richtig gut. Ich habe es geschafft, zeitlich rechtzeitig zu Julias Show zu kommen und das war sehr schön. Also Julia ist ja mittlerweile echt sehr viel auf Messen unterwegs und das ist immer total angenehm und harmonisch, ihr da bei der Freiarbeit mit ihren Ponys zuzusehen. Mein absoluter Favorite von ihren Ponys ist definitiv der Duke, der Zuchthengst. Der ist einfach ein Hengst und steht da so gechillt neben den Stuten in der Freiarbeit. Das ist echt Wahnsinn. Es ist mittlerweile nach 18 Uhr. Ich sitze mit einer mittlerweile leeren Tassen Tee auf unseren Bodenarbeitszeitkisten, weil ich merke gerade, dass es jetzt schon wieder ganz schön anstrengend wird. Ich habe ja trotzdem noch meine Blasenentzündung, bin auf Antibiotikum. Stand ist mittlerweile auch schon wieder zugemacht und wir werden jetzt, wie gesagt, zurück in die Unterkunft düsen. Dann steht morgen noch mal ein Messetag an und dann geht es für uns wieder ab nach Hause. Ich werde den Vlog jetzt aber an dieser Stelle beenden. Ich glaube, ihr habt ein ganz gutes Bild bekommen, wie so eine Messe hinter den Kulissen auch abläuft. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns vielleicht auf einen der nächsten Messen wieder sehen werden. Wir sind im Mai auf der Pferdwelt und im Oktober auf der Apropos Pferd in Wiener Neustadt. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus.